Geschichte ist der Rahmen unserer Identität. Als Politiker bin ich verantwortlich für unsere Zukunft. Aber als Menschen, als Deutsche, sind wir verantwortlich für unsere Erinnerung. Wenn ich Gedenkstätten besuche, wird mir das immer wieder bewusst. Klar, wir debattieren leidenschaftlich. Wir ringen jeden Tag. Wir schließen Kompromisse, die nicht jeder oder jedem gefallen. Es gibt Bürger, die sich dann enttäuscht abwenden. Aber über allem steht diese eine Übereinkunft, dass wir jeden einzelnen Tag gemeinsam, demokratisch und mit aller Kraft für die Menschen und das Land Thüringen kämpfen. Mit Respekt, mit Anstand und vor allem mit Würde. Darum mahnt uns die Vergangenheit. Deswegen dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Geschichte, die Zeit von 33 bis 45, als Vogelschiss abgetan wird oder unsere Mahnmale als Schande bezeichnet werden. Nie wieder und niemals vergessen. Gerechtigkeit und Solidarität, das müssen die Maßgaben sein, nach denen sich Politik zu orientieren hat. Und daran will ich mich messen lassen, auch in der Zukunft.